So, herzlich willkommen zurück. Mir fällt bei The Way gerade auf, ich habe in der vorigen Folge falsche Kameraeinstellung genutzt. Was? Hatte schon wieder diese mittlere, die hier. Naja, was soll's. Hä? Da war gerade sein, dass ich sogar die große Kameraansicht hatte? Ach so, Quatsch, nee. Ja, ah, nevermind. Ich habe gerade nur dieses Thumbnail gesehen. Das hier. Und das ist halt in der Mitte. Aber das war halt der Bereich, wo ich gerade hier, so wie jetzt gerade, im Bildschirmmodus aufnehme. Und im Bildschirmmodus ist, wie man jetzt gerade hier schön sieht, die Kamera schön in der Mitte. Das ist also alles richtig. Okay. So, jetzt bin ich wieder im Game-Modus. Bisschen, let's go. Die Musik berallert uns hier wieder im Ohr. So, da hinten ist eine Wüste. Wow. Da. Hoffen wir mal, dass da... Scheiße. Hier. Hätte ich beinahe vergessen. Ich wollte hier noch reingehen. In das Ding. Da gibt es hier unten auch immer schöne Kisten. Bist du weiß? Du bist grau, ne? Ja, du bist grau. Konnte gerade im ersten Moment nicht sagen, ob das der Schatten von dem Vieh war oder ob es einfach allgemein dunkler war. So, dann gehen wir mal hier rein. Wo geht's denn nochmal rein? Da. So. Perfekt. Oh. Oh, mein Fleisch. Hatte zwar ein bisschen schönere Sachen gehofft. Hm. Na, Schießpulver waren wir halt schon so viel. Ja, ich meine, okay, wir können irgendwann Dynamit bauen. Dann, was ist das hier? Ist hier eigentlich ein Geheimnis? Was ist das denn für ein Konstrukt? Dass mir das noch nie aufgefallen ist? Hä? Kann es sein, dass das Ding nicht funktioniert? Das wird zumindest durch nichts ausgelöst, oder? Die sind engaged. Aber hier hinten ist halt nichts engaged. Die Frage ist, was machen diese beiden Pisten? Entweder wird der raufgeschoben und der schiebt den dann nach oben, womit der da oben irgendwas macht, oder die machen hier irgendwas. Aber es macht bei beiden Orten gibt's nichts, was sie actually sinnvollerweise machen könnten. Oder was? Warum fliegt das Ding in der Luft? Ja. Wenn der Map schon wieder Langeweile hat. Also eigentlich müsste sich hier irgendwas ändern scheinbar. Aber ich wüsste erstmal nicht, was ich hier ändern sollte. Weil normalerweise müssten, also wenn ich jetzt die Kiste aufmache, müssten, glaube ich, der Block und der Block als aktiv markiert werden. By the way, kann ich mal ein paar Sachen wegnehmen. So ungefähr. Ist denn da drunter irgendwas Geheimnisvolles? Nö, ne? Auch nicht, ne. Wer weiß. Let's go.
Ich habe doch sowas offen gesagt noch nie Ausschau gehalten, ne? Naja. So, jetzt haben wir das Ding also schon mal abgeschlossen und dann gehen wir jetzt mal hinten zu der, zu dem Ding da, was da ist. Bei dem müssen wir aber dann vorsichtig sein, weil bei dem weiß ich, dass unten eine Sprengstofffalle ist. Also TNT. Aber keine Dinger, die sind ja immer gleich aufgebaut, von daher weiß ich genau, wie man das Ding entschärft. Oh, ich bin quasi ein Bombenentschärfungsprofi. So, was gibt's hier? Hier gibt's gar nichts. Kein roter Sandstein, nichts, gar nichts. Na, hier sind auch erstmal nur normalen Sandsteine, ne? Bisher auch nichts Rotes. Oh, da ist ein. Oh, okay, dann gehen wir erstmal dahin, weil das Ding könnte Feuer fangen. Also zumindest die Kiste, die da ist, könnte Feuer fangen. Wobei noch sehe ich da nichts brennen. Okay. Da ist die Kiste. Eine Kiste, da ist eine Kiste. Kiste. Aber kein Lava. Hier brennt gar nichts. Ja, lol, geil. Ja, noch ein Schwert. Ja, ich bin voll. Voll am Arsch. Ja. So, gibt's da noch eine Kiste? Sieht nicht so aus. Nur mal massig Obsidian und komisches anderes Zeug. Gut. Jetzt würde ich mal sagen, wir räumen hier ein bisschen unser Inventar auf. Am besten gleich mal da. Da die Kiste nicht anfängt zu brennen, können wir da Sachen auslagern. Zum Beispiel brauchen wir das nicht und das nicht. Und wir brauchen auch das hier nicht. Und das brauchen wir eigentlich auch aktuell nicht. Hier drauf ehrlich gesagt auch geschissen. Gold, ja, weiß nicht, ob wir das brauchen. Ganz ehrlich, eigentlich nicht. Aber dann lasse ich mir lieber das hier zurück und das hier. Das können wir später auch noch wegwerfen. Alles andere können wir, also lohnt sich jetzt nicht wegzuschmeißen. Alter, Chorgeschrei hier. Ja, let's go. Achso, siehst du, wir können natürlich auch erstmal hier das hier direkt anziehen. Achso, das sind Schuhe, keine schade. Ich hatte gedacht, wir finden endlich mal eine Hose. So, Rüstungspunkte, Rüstungshaltbarkeit. Rüstungspunkte ist 1. So, dann haben wir hier Projektil Protection ist 4 und Haltbarkeit 2. Protection ist hier auch 4, aber wir fallen hier sanfter. Ach, vielleicht haben wir auch deswegen letztens überlebt, wo wir so tief gefallen sind, ne? Wo ich mich gewundert hatte. Ja, das war, weil hier federleichtes Fallen auf 3 ist. Gut, das heißt, diese sind auf jeden Fall ja, schlechter. Das heißt, wir packen die Kiste hier. Let's go. Der ist ja gut. Alter, was ist mit diesen Hälsen los? Warum ist das so? Das sieht so creepy aus. Oh, Eisen. Oder Blei. Nee, Quatsch, Blei gibt's ja hier gar nicht. Ist ja mein Klon, nicht mein Test. So, wo ist hier der Eingang? Der Eingang ist hier. Nein. Aber unter anderem. So. Würde ich mal so gucken, ist hier eigentlich irgendwie mit mal was hinzugekommen? Nee, ne? Der Raum ist immer noch genauso ja, langweilig, in Anführungszeichen, wie immer. Ich meine, ist natürlich super geil mit den ganzen Inschriften, die man alle überhaupt nicht lesen kann. Aber hey, der eigentliche Schatz ist da unten. So, und da müssen wir mal gucken. Erstmal weg mit dir. So, in der Mitte ist keine Platte. Das heißt, wir können einfach direkt runterfallen. Jetzt können wir das Ding hier abbauen. Das Ding abbauen. Das Ding abbauen. Und das Ding abbauen. Und schön, dass die Bombe entschärft. Sehr geil. Und ein bisschen TNT. Kann auch nicht schaden. Geil. So. Oh, Gold. Oh, Fleisch. Oh. Oh, noch mehr Holz. Stöcke. Faden. Ja, komm. Verzaubertes Buch, Stärke 5. Ausbessern. Was ist das denn? Aber das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das hier klingt sehr langweilig. So. Oh.
Leider geht uns mittlerweile der Platz ein bisschen aus, ist aber gar nicht so schlimm. Wir machen mal hier raus, machen wir mal zwei Nuggets und die restlichen drei ganz ehrlich drauf geschissen. So. Du mitkommen. Danke. So, hier haben wir Schärfe 4. Effizienz 5. Uiuiuiui. Gut, dann lassen wir die mal weg. Dann nehmen wir, glaube ich, mal einfach mal beide mit. So, was können wir noch hier lassen? Wir haben noch irgendwelchen Müll mitgenommen. Das hier zum Beispiel kann weg. So, dann haben wir. Fangen wir hier zwei Sticks von. Weil, ne, wir brauchen auch noch Platz, wenn wir endlich mal unseren roten Sandstein finden, damit wir den auch mitnehmen können. Ja, das war ja der Sinn und Zweck der ganzen Aktion ja eigentlich. So, die goldene Apfel kommt mal nach da, damit ich hier die Sante machen kann, denn wir müssen uns jetzt mal wieder hochbaggern. Beziehungsweise nehmen wir dafür erstmal den ganzen Scheiß hier. Ungefähr so hier. Ach, reicht sogar. Hätte ich sonst gar nicht mitnehmen brauchen. Wow! Lol. Okay. So, die Frage ist, wir kamen von da. Ist das korrekt? I hope so. Genau, das ist dieser Stein. Stein. Dann muss man sagen, 1, 2, 3. So. Und wir gehen mal weiter in die Richtung. Wir gehen mal dort auf den Hügel rauf. Mal gucken, ob wir da was Brauchbares finden. Klappe. Ah, verfolgt ihr uns? Nö. Ach, dieser Sand, dass der immer so scheiße laut ist. Goddammit. Tja, dann hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo noch roten Sandstein finden. Ah, ja. Da hinten hört die Wiese schon wieder auf. Das heißt, wir gehen dann mal doch eher hier so. Weißt du was? Ich platziere mal hier nochmal so einen Penis. So. Ungefähr. Ja, hier ist doch ein guter Ort. Oh, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Aber da kommen wir nicht wirklich gut ran. Nö, okay, da nicht. Sorry, aber ist halt so. Dieser Berg ist perfekt für meine Ansprache. Ah, sehr genial. Okay. Ah, da. Und mal in die Richtung. Und Scheiße, ich bin wieder runtergesprungen. Ach, fick die Henne. Machen wir uns am besten gleich mal hier gemütlich. Danke. So, Boink. Und wir laufen mal da hinten hin, in Hoffnung, dass bei der Wüste einfach mal die Schnauze halten. Ernsthaft, Leder? Rüstungspunkte? Naja, nee, komm. Weg damit. So, da. Ja, nö. Da hinten burnen sie schon wieder alle.
Ab und zu, wisst ihr? Wenn der liebe Herr Gott Langeweile hat und einsam ist, dann setzt er sich auf diesen Berg hinten. So. Tja, ich glaube, mit der Wüste haben wir keine gute Glück gehabt. Das ist hier echt eine Katastrophe. Okay, dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Wir versuchen mal wieder eine ja gerade mit unserem Pfad zu werden. Das heißt, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen in die Richtung hier laufen. Hey. Da steckt eine Wolke im Berg drinne. Wir müssen sie retten. Da ist gerade ein Zombie in den Abgrund gesprungen und direkt gestorben. Sehr geil. So, ich würde mal sagen. Wir laufen einfach mal hier über den seitlichen Teil vom Berg und gucken mal. Okay. Wow. Das wollte ich gerade gar nicht. Oh, sieht schon nicht schlecht aus. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwas Brauchbares gibt. Von daher gehen wir langsam wieder runter hier. Und wir sollten mal wieder was essen. Oh. Hier wurde Gras zerstört. Oh. Dreimal Kohle. Aber. Da kommen wir nicht ran. Da will man rankommen, aber da sehe ich erstmal nur einmal Kohle. Da sehe ich nochmal Kohle. Ach komm. Ja, nö. Man muss ja nicht übertreiben. Holen wir hier die Kohle, da kommen wir wesentlich leichter ran. Oh. Denn die Kohle übersehen, sag mal. Das ist doch ein Verbrechen. Ein Verbrechen wider der Natur. Schnauze. Oh, da unten ist ein Schacht. Aber da werden wir niemals im Leben reinkommen. Vielleicht kommen wir hier über den Weg rein. Mal gucken. Wieso greifst du mich an? Also aus dem Schatten bin ich jetzt raus. Aber trotzdem greift sie mich noch an. Obwohl ich dachte, sie greifen nur an, wenn es dunkel ist. Na gut. Dann stirb halt. Pech. Oh. Nee. Bin so schon so voll. So, kommen wir hier einigermaßen günstig runter. Nicht wirklich. Zumindest nicht weit genug runter. Boah, Alter. Sieht ja hier echt krass aus. Ja, da wäre der Minenschacht, aber ne, wir kommen da halt nie wieder raus. Leider. Und leider gibt es ja nicht so wie bei meinem Test so eine Rope, womit wir uns dann rausklettererweise befreien könnten. Ich bin schon auch echt am überlegen, ob wir mittlerweile, dadurch, dass er dieses letzte Test, doch schon größer ist, als es eigentlich gedacht war. Zumal es ja auch, wie zu erwarten war, bei euch gut ankommt. Bin ich echt am überlegen, ob ich dieses letzte Test hier abbreche und
doch ein richtiges Let's Play wieder draus mache, auch wenn ich das eigentlich erst machen wollte, wenn ordentlich Internet da ist. Ja, und wir dann halt wieder Mindtest-Game spielen. Dass ich dann zumindest für mich lokal den Creative-Server hoste. Komplett plattgemachterweise, also komplett neu. Diesmal auch von Anfang an gleich mit allen Mods. Hoffentlich auch upgedateterweise. Ja, weil wir halt da viel mehr Möglichkeiten haben. Ich meine, MyClone 5 ist zwar Vanilla, zwar wesentlich umfangreicher, komme gar nicht raus. Aber hier ist halt immer problematisch mit den ganzen Mods. Es gibt halt für MyClone kaum Mods. Ne, gerade sowas wie halt ne, diese Ropes, hier Seile und sowas halt. Gibt es halt nicht wirklich. Warum ist das schon? Achso, weil er merkt was. Ah, never mind. Ja, wie finden wir keine Wüste, ne? Wir gammeln hier schon seit mindestens 2 Folgen einfach nur rum. Naja, so rumgammeln jetzt vielleicht nicht. Ich meine, wir laufen ja die ganze Zeit. Aber, wirklich finden tun wir hier nichts. Warum vergesse ich das halt wieder immer die Fackel? Ist doch kacke. So, hier haben wir wieder Bäume. Wenigstens kein Eis. Oh, und ein Händler. Tja, wäre es halt immer schön, wenn wir mal wieder irgendwie so ein Dorf finden würden, ne? Dorf haben wir auch mittlerweile auch schon seit langem nicht mehr gefunden. Da ist wieder so eine Steinskulptur. Aber diesmal gucke ich vorsichtig nach, wie diese Redstone-Konstruktion da verschaltet sein könnte. Das würde mich nämlich schon mal, wow, echt hart interessieren, was die genau macht. So, hier ging es rein. So, was ist hier? Ja. Weiß ich nicht. Oder kommen wir hier von hinten rein? Guck mal, von hinten geht's hier auch rein. Aha. Die Frage ist halt immer noch, was macht dieser Raum? Wie kann man diese Mechanik auslösen? Weil auf der Seite ist hier halt nichts außer diese Treppe. Hier ist nichts, was irgendwie Redstone auslösen könnte. Ist eine Fackel das aus? Ne, auch nicht. Das Seltsame ist halt, dass die beide engaged sind. Was ich halt nicht wirklich kapiere. Okay, guck mal, das sind 2. Also angenommen, der schiebt den nach da. Klappe. Der schiebt den nach da. Was passiert dann?
Vor allem, wie sollte er? Hier ist ja nichts, was irgendwie Dinger antreibt. Also nichts, was halt ein Redstone-Signal auslöst. Von daher weiß ich halt nicht mal, wie die Dinge überhaupt. Ne, was überhaupt passieren soll. Ist hier irgendwie was? Ne, hier ist auch nichts. Das ist doch alles verrückte Kacke. Ja, suspekt. Na gut. Dann, schmeißen wir hier mal wieder unser Müll rein. Also zum Beispiel. Ganz ehrlich, dich zum Beispiel. Und viel mehr Müll haben wir nicht mehr. Da dann ist hoch. Boah, Alter, was ist hier los? Ist ja richtig Action. Ach, da. Oh, guck mal, so schön viele EP und Fleisch und alles. So, dann komm mal her. Okay, selbst zwei ist kein Problem. Easy. Okay. Ja, weiß ich nicht. Okay, die Frage ist, von welcher Richtung kamen wir? Wir kamen, glaube ich, von da hinten. Aber wirklich sicher bin ich mir jetzt nicht. Das heißt, doch, da hinten, da ist der Kackstift. Das heißt, wir werden dieses Konstrukt gleich mal benutzen, um uns hier drauf zu verewigen. Perfekt. So, und wir gehen weiter in die Richtung. Auch wenn ich keine Ahnung habe, ob es überhaupt noch Sinn macht. Ich glaube, wir sollten einfach akzeptieren, dass wir keinen roten Sandstein mehr finden werden. Und, ja, wie gesagt, ich muss mal überlegen, was wir denn alternativ machen könnten. Terrakotta haben wir mittlerweile gefunden. Wir könnten also auch gucken, ob man aus roten Terrakotta irgendwas Schönes machen könnte, was so in einem Dach passt. Aber ich wüsste halt erstmal nicht, weil Terrakotta hat halt, oh, wir haben wieder eine Kuh gefunden. Genau meine Rede, Mädel. Komm mal her. Genau. Hey, hallo. Hallo. Die Kühe sind los. Eisen. Oh, wir sind ja schon wieder, wir sind ja voll. Blub. Warum sind wir so voll? Ganz ehrlich, weg damit. Nein, ich wollte deine Mutter gefickt haben. Wo bist du? Da. So, das Eisen ist relativ gut erreichbar, also nehmen wir das nochmal mit hier. So. Hallo? Danke. Irgendwie sieht es aus, wie als wenn es in OBS schon wieder stockern würde. Übersprungene Frames durch Codierverzögerung 0. Ausgelassene Frames durch Renderverzögerung 600. Aber die Zahl steigt nicht an. Ich schätze mal, die 600 kommt noch von dem, wo wir in diesem Modus waren. Genau, da geht die Zahl jetzt direkt wieder hoch. 615. 625. 640. Genau, also hier ist völlig normal. Aber im Fenstermodus, also hier, sollte doch die Zahl eigentlich gleich bleiben. So, wir haben 680.
Und es bleibt auch bei 680. Passt also alles. Aber trotzdem sieht die Vorschau in OBS schon wieder aus, als wenn sie gleich stockern würde ab und zu. Oh ja. Hoffen wir mal, dass die Aufnahme nicht zu sehr stockert. Wobei ich auch gar nicht wüsste, warum. Ist das wie Enderman? Ja. Scheiße, von wo kommen wir jetzt eigentlich? Fuck my life, warum sind überall Bäume? Man kann sich gar nicht orientieren. Irgendwo müsste doch diese Steingebäude sein. Wo waren das? Da hinten? Nee. Ah, jetzt müssen wir schon wieder hochbauen hier. Fick die Henne. Brot brauchen wir jetzt erstmal eh nicht mehr. So, das Gebäude war. Es war. Nirgendwo. Es war. Hä? Verarscht. Das heißt, ich laufe von dem Berg leider dran vorbei. Schade. Guck mal, da hinten ist wieder ein bisschen Wasser. Können wir also dann mal wieder das Boot nehmen. Oh, Schiffe kaputt. Scheiß jemand an. Weiß? Nee. Was? Nee. Doch. Wir. Nee. Wir haben. Egal. Wir haben zwar keine Stöcker und das extra dafür so einen Block zerstören, es war ein bisschen blöd, aber dann haben wir gleich vier Stöcker, dann machen wir halt gleich nochmal noch ein paar Fackeln. So, dann haben wir nämlich wieder eine Schippe und mit den restlichen beiden, die übrig bleiben, damit die uns keine Inventarplätze jetzt blockieren, machen wir wie gesagt gleich mal ein paar Fackeln. So, easy. Weil wir haben nämlich bloß noch zwei freie Plätze und einer davon wird dann wieder durch die Werkbank belegt, ne? So, genau, wir müssen nach da zum Wasser. So, let's go. Ja, ich weiß, da lag Fleisch, ist mir aber völlig egal. Wir haben eine Mission zu erfüllen. We need more space. So. Was? Ach, wow. Ich Intelligenzbestie, ich wollte doch das Boot dahin bauen. Was ist mein Boot da? Sollten wir hier vielleicht nochmal. Nee. Unser Stiftlein setzen wir mal lieber da vorne am großen Fluss. Hier so zum Beispiel. Halt, stopp, bremsen. So. Autsch, halt. So. Ich würde aber schon gerne den eher so in die Richtung machen, weil ist ja eher so in die Richtung dann, ne? Danke. Halt, geh mal rein, ja. So, wir wollten nach da, genau. Okay, das ist auch wieder Felswand. Ich dachte, der Fluss geht ein bisschen weiter, aber. Na, wir schauen mal. Wir fahren mal hier aufs offene Meer. Oh, dann ist das wieder ein Stargate, was immer das eigentlich darstellen soll. Keine Ahnung. Das Ding ist sogar ein bisschen größer. So. Kiste. Kiste. Da ist die Kiste. Komm ich ran? Ja. Oh mein Gott, ein Kompass. Ich weiß zwar nicht, ob es auf die richtige Stelle zeigt, aber wir nehmen es auf jeden Fall mal mit.
Und lassen dafür ganz ehrlich, du kommst nach da, du kommst nach da und du kommst in die Kiste. Glitzermelonen. Halt, was ist das denn? Goldbeinling? Ach so, das ist die Hose. Das ist so eine Hose. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Weg damit. Den nehme ich lieber die hier. Pack die nach, ehrlich gesagt. Aber wie weit kommen die hier? Brauchen wir auch nicht. So, mit denen brauche ich jetzt aber erstmal machen wir mal hier aus den Dingern. Wow. Reicht gerade so nicht für drei. Du willst doch verarschen. Dann halt andersrum. So, ist mir jetzt auch egal. Ah, scheiß die Wand. War. So, sonst war hier aber erstmal nichts, ne? Ne, genau. So, das Ding können wir gleich mal direkt anziehen. Was hast du denn? Fire Protection 2. Ui, das ist nicht schlecht. Projektil und Fire Protection 4. Okay, das heißt, Feuerresistenz haben wir jetzt relativ gut. Ja, ist doch geil. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So richtiges RPG hier, wo man so richtige so Stat-Booster bekommt hier. So, okay. Dann würde ich mal sagen, wir steigen mal wieder auf unser wunderschönes Bötlein. Und, wir setzen mal hier. A point of return. Einfach oben auf die Blätter rauf. Das scheint mir sehr statisch richtig zu sein. So, so, so. Wobei ich dann gerne mal gucken würde. Ach, ich bin da blöd. Das ist ja kein Kompass, das ist eine fucking Uhr. Ja, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich. Also ganz ehrlich, eine Uhr können wir uns echt sparen. Kompass dachte ich. Also ich hatte gehofft, das irgendwie hatte ich gerade. Habe überhaupt nicht darauf geachtet, was das überhaupt ist. Aber eben, das ist ein Kompass. Das bringt uns ja gar nichts. Ganz ehrlich, fuck. Ey. Fuck der Shit. Die packe ich zurück. Kann sich ein anderer krallen. So einen Müll brauchen wir nicht, Alter. Ist nicht mal eine Rolex. Weg damit. So. Was ist das da oben, mein Tier? Achso, das ist ein Goldblock. Jawohl. Nö, Gold brauchen wir gerade nicht. Wir haben ja hier schon 14 Gold. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir eh schon ein Stack dabei haben, ganz ehrlich, dann nehmen wir den auch gleich mal mit hier. Wie kommen wir da ran? Einmal darauf springen, da. Und dann kommen wir. Nee, nicht wirklich. Kommen wir hier irgendwie rüber? Auch nicht. Wir müssen weiter auf die Bäume rauf. Das heißt, ich gehe erstmal hier so, hier so, hier so, hier so. Guck mal, da sind Bäume, wo wir rauf können. Hier sind Bäume, wo wir rauf können. So, bam. Das heißt, wir können jetzt hier Tarzan spielen und uns von Baum zu Baum schlingen. So ungefähr hier so und dann so. Bam, 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 bam. Siehst du, meine lieben Kinder, so geht das. Easy. So, du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da. Perfekt. Yay. So, was war das da gerade? Achso, Pilze. Ja, unser Boot war da. Nee, wo war unser Boot? Boot. Ey, b-b-boat. Da, wieder, wo es vorhin war. Okay, let's go. So, da ist der Kackdings. Und wir, ja. Ah, schade. Ich hatte echt gehofft, das war ein Kompass. Ein Kompass können wir es aber auch noch nicht bauen, ne? Da brauchen wir erstmal einen Diamanten für. Wie war das? Ah, ne, Redstone. Viermal und Red.
Dann können wir doch schon fucking Kompass bauen. Irgendwie geil. Irgendwie geil. Gut, okay, dann fuck off alles. Mir ist gerade die Wüste sowas von scheißegal. Wir finden eh keine. Lecco mio. Ich gehe mal noch mal zu The Ding. Mit der Bums. Da war ja Redstone, ne? Oder haben wir zufällig welches mitgenommen? Nö. Weil wir haben viermal Stahl, ja. Wir haben, dann Redstone und, wir haben den Willen. Ich bin gleich mal da vorne lang, da kommen wir schneller wahrscheinlich ans Ziel. Und wir haben den Willen, es zu wollen oder so. Da müssen wir nur gucken, wo uns der Kompass hinführt, weil der Kompass führt uns ja nicht zu uns nach Hause, sondern der führt uns ja einfach an die Koordinate 00. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Koordinate 00? Das heißt, wir werden erstmal zu unserem Haus wieder zurückgehen und werden dann von unserem Haus aus in die Richtung gehen, in die der Dings zeigt. Und werden dann auf der Strecke immer Pfeile in Richtung unser Haus bauen. Das heißt, wenn wir uns irgendwann komplett verirren, können wir mit dem Kompass Richtung 00 gehen. Und wenn wir dann bei 00 sind, zeigen uns dann Pfeile die Richtung zu unserem Haus. Ah, versteht ihr, wie ich meine? Kommst du mal mit her? Danke. So, hier irgendwo muss es gewesen sein. Genau, da ist der Kackstift und da müsste irgendwo das Haus sein. Das Stein. Sculpt-Dings. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. So als Backup-Plan. Weil dann brauchen wir nämlich die ganzen Kackstifte nicht mehr. Dann war die ganze Aktion mit den Dingern zwar jetzt quasi umsonst, aber hey, lieber so als anders. Gut, andererseits müssen wir immer darauf achten, dass wir auch einen Kompass mitnehmen. Ich meine, gut, so teuer scheint Kompass nicht zu sein. Das heißt, wenn wir uns wirklich mal total verlaufen sollten, können wir uns doch einfach einen neuen Kompass irgendwie versuchen zu bauen. Ich meine, an Eisen kommt man nicht schneller, relativ schnell ran. An Redstone auch. Das heißt, ne, ist dann doch gar nicht so schwer. So, hier hat ja ich alles abgebaut. Und der Rest ist despawned. Scheiß die Wand dann. Okay, dann machen wir das doch anders. Ich bin gerade sauber. Gut, das heißt, wir bauen in der nächsten Folge mal wieder die ganzen Dinger da ab und werden uns dann mal in eine Mine begeben, wo wir irgendwie an Redstone rankommen. Das klingt nach einem guten Plan. Okay, ja, von daher, bis dann.